herzlich willkommen wieder mal zurück bei EverQuest 2. Und seit der letzten Aufnahme habe ich die Gelegenheit genutzt, mich ein bisschen besser vorzubereiten, denn wir hatten oder ich hatte einige Probleme mit der Quest Now That's the Spirit. Hier muss ich nämlich fünf Dinosaurier markieren mit so einer Art Totem. Und das klappte nicht ganz so gut, weil die nach einem Schlag sofort tot waren. Das ist leider mein Problem gewesen, ist vielleicht auch von vielen anderen das Problem, dass der Charakter dann teilweise schon so overpowered ist, dass man sowas dann nicht ganz so gut schafft. Es sei denn, man bedient sich diesem kleinen Trick und mentort sich runter. Ich habe mich jetzt auf Level 85 runtergementort, deshalb sind die hier alle schön tiefrot. Ist aber kein Problem, die hauen wir trotzdem noch um, nur nicht mehr ganz so schnell. Mit dem Erfolg, dass wir dann diesen Totem drauf anwenden können und die Quest erledigen. Nebenbei habe ich auch noch mir neue Taschen organisiert und einmal komplett blank gezogen hier, alles verkauft und leer gemacht und oder in mein Bankfach verschoben, so dass wir jetzt richtig schön durchstarten können, hoffentlich. Und mit der Signature-Quest-Reihe hier in den Shattered Seas weitermachen können, denn ich habe herausgefunden, dass meine liebe Frau in dieser Questreihe schon zwei Schritte weiter ist und im Grunde davor steht, die Quest in der Phantom Sea aufzunehmen. Und das wollen wir dann gerne zusammen machen, wenn ich das hier mal irgendwann schaffe. Denn nach diesem Teil der Questreihe, wir machen jetzt ja gerade Shattered Seas, Enter the Savage Lands, kommt ja noch eine weitere Quest. Und wenn ich diese Questreihe abgeschlossen habe, dann kann ich auch in die Phantom Sea. Da wartet meine Frau schon auf mich. Und wenn wir jetzt nicht langsam anfangen, mal die questbezogenen Dinosaurier umzuhauen, wie da, oder anzuhauen und dann zu markieren, dann werden wir hier nie fertig werden. So, auf geht's. So, vorsichtig rantasten hier. In den roten Bereich hauen und dann den Totem anwenden. Jawohl. So soll es sein. Müssen wir nur die Dinosaurier finden. Die da sind's. Ruckelt ein bisschen, aber das haben wir ja immer standardmäßig dabei. Hallo? Wir dürfen ja auch nicht unterbrochen werden, wenn wir den anwenden. Ich glaube, der kann uns ja durch den Angriff auch noch dahingehend ein bisschen das Leben schwer machen. Okay, das hat geklappt. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich hier. Aber das ist gut, der ist auch gleich für die Quest, glaube ich. Ne? Der hat auch diesen Questbeutel da drüber gehabt. Jawohl. Ich schau mal, ob ich in Level 85 auch gleich weitermachen kann. Weil auf der einen Seite, gut, es geht ja nicht mehr ganz so schnell vorwärts. Auf der anderen Seite wird es ein bisschen anspruchsvoller, finde ich. Wenn man nicht gleich mit einem Schlag drei Gegner umhaut. Ja, wir dürfen nicht so viel mit unseren Fertigkeiten hier rumspielen. Die sind dann wiederum doch ein bisschen zu stark. Jetzt hatten wir wieder so schnell dahin gerafft.
zwei Stück brauchen wir noch. Die finden wir noch. Da ist einer. Da sind aber auch andere. Okay, das war schon wieder zu stark. Einfach ganz normal rangehen, attackieren und warten. Oh, die sind beide fit. Na, mal gucken. Der eine hat uns gar nicht bemerkt. Ist aber nicht schlimm. Ist mir vielleicht sogar ein bisschen lieber. Oh, das geht jetzt ein bisschen flott. Hat aber gereicht. So, und das ist vermeintlich der letzte, den wir jetzt dafür umhauen müssen. Gerade so. So, Return to Finns. Rescue Starcue the Dino Rider. Das müssen wir uns auch nochmal angucken. Kill and Skin and Age Dinodon. Da bin ich ja bei der letzten Aufnahme schon dran verzweifelt. Weil ich es nicht geschafft habe, den entsprechenden Dinosaurier zu finden. Da ist er. Freunde. Was haben wir noch? Den Dino Rider müssen wir retten. Da fliegen wir hin. Wir können uns auch den Söldner noch herbeirufen, der gleicht unsere Schwäche durch das Mentor-Level wieder ein bisschen aus, dass wir vielleicht so einen gesunden Mittelweg finden, wie einfach bzw. schwer das hier wird, die Gegner umzuhauen. Hier waren wir noch nicht. Wir hören irgendjemanden schreien. Wow. So, Unterstützung ist da. Kleiner Raureiforden-Einsatztrupp hier. Cool. Gleich ein Achievement gemacht.
Hier ist er. Ach Gott, er brennt ja schon. So. Ich denke mal, er kommt mit, wenn wir fliegen. Unser Söldner ist aber auch schon fast tot, ne? Eieiei. Wird wohl klappen. So, ungefähr die Richtung. Ja, Flugreittiere, Segen und Fluch zugleich. Also, ich habe mich ja lange erfolgreich gegen Flugtiere gewehrt in dem Spiel. Da gab es die schon mindestens ein Jahr lang, wenn nicht sogar zwei, bevor ich das erste Mal dann ein Flugtier tatsächlich benutzt habe. Weil der Fluch dieser Geschichte ist für mich, es verkleinert gefühlt die Spielwelt um ein Vielfaches, dadurch, dass man einfach überall gerade mal so drüber fliegen kann. Das hast du nicht, wenn du dich nur auf dem Boden fortbewegen kannst. Da wirkt, finde ich, für einen alles etwas größer. So, was müssen wir tun? Erstmal mit Finns sprechen. Das haben wir abgeschlossen und damit sollten wir Jurvri eigentlich gerettet haben. Und haben dazu noch diesen tollen Helm bekommen, den wir auch tragen können, wenn wir wollen. Wertetechnisch aber deutlich unter dem liegt, was wir schon tragen. So, da hinten leuchtet auch noch ein Fragezeichen. Da geben wir die Dinosaurierhaut ab und dafür kriegen wir dann gebastelt diesen Banner. Können wir uns dekorativ ins Haus reinstellen. Gibt eine neue Quest. Handle with Care und als Belohnung gibt es dann den passenden Umhang zu der Rüstungsserie, die es dann hier offenbar gibt. Die sind beide gleich, die unterscheiden sich dann nur so ein bisschen von den Werten. Aussehen tun sie gleich. So, Lackni. Haben wir gemacht. Speak, speak, speak. Ach, hier. Mit ihm müssen wir sprechen. Da haben wir den geretteten Pückli hingebracht. Und hier können wir eigentlich nur das nehmen. Verkaufen werden wir es wahrscheinlich sowieso, weil wir es nicht gebrauchen können. Aber das war jetzt das Einzige, was für unsere Klasse verwendbar war, wenn wir es denn benutzen wollten. So, speak to Vaulon Hyperbel. Und help the Pygmies of South Jin. Das heißt, das war dieser kleine Fleck hier oben. Da müssten wir da mal gucken, ob da jetzt irgendwas für uns bereitsteht an Questaufgaben und. Vaulon Hyperbel, wo ist der denn? Das ist er nicht. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Quest. Den Kram kann ich auch nichts anfangen. Aber die Quest nehmen wir. Wir gucken einfach mal gerade im Quest-Tagebuch. Isle of Refuge, das wäre ja hier unten, denke ich mal.